Willkommen zurück. Creative Earth, ein bisschen was habe ich geschafft. Interessant ist auch, was du selber anbaust oder selber herstellst, wird viel schneller und in kürzeren Abständen von den Viechern gefressen, als jetzt Pilze, Blumen. Das heißt, ich kann das denen sofort geben. Bei Pilzen müsste ich zwischendrin Abstand lassen, auch zwischen den einzelnen Viechern. Da geht es teilweise nicht so gut und da muss ich ihnen das reinzwängen, so ungefähr. Das selbst angebaute essen sie gern. Bam, bam, bam und weg ist es. Das ist ganz witzig. So, ich habe mir hier ein bisschen was hergestellt, jetzt gehen wir wieder zur Baustelle. Oh, ist schon mittags? Naja, ist egal. So, habe ich jetzt das Ashenwood mit? Ne, habe ich nicht. Davon habe ich nämlich leider noch überhaupt nichts von dieser blöden Birke oder zu wenig. Jetzt gucken wir mal, ob die... Ja, also 75 möchte ich erstmal übrig behalten, weil ich eben so wenig habe. Jetzt gucken wir mal, ob das reicht. Vielleicht brauche ich nicht mehr als 15. Ich nehme an, das soll für einen angepflanzten Baum sein. Naja, gucken wir mal. Kriege ich nicht? Doch. Also lohnt sich sehr die Landwirtschaft, das steht schon mal fest. Ja, und beim Haus, beim Small Traditional House auf Facebook, beim Small Traditional House gibt es auch keine roten Linien mehr. Die roten Linien sind ja immer dann da, wenn was falsch platziert ist. Aber das falsch platziert habe ich beim Haus schon alles weg. Habe auch die Außenmauern schon fertig. Jetzt wollen wir uns mal an den Boden machen. Den Grundboden sozusagen, weil bis jetzt haben wir ja praktisch nur außen hier so, ja, und hier eben, das soll wohl so eine Hecke sein oder so, ne? Und hier wird jetzt überall Wood Tile Floor, den habe ich hier, ja? Okay, ja, und hier unten drunter wollte ich einfach überall Wiese haben. Ich finde das ein bisschen hohl, aber okay, ist dann so. Naja, dann platzieren wir doch mal Boden. Och, ich habe viel zu wenig gelbe Wand. Ich habe gedacht, das reicht, aber das reicht nicht. Ja, da darf ich noch mal ein bisschen gelbe Farbe machen. Ja, und dann platziert man das eben einfach so. Ist halt für so Leute wie mich, die das sonst nicht auf die Reihe bringen. Weil ich meine, im Kopf funktioniert es, aber die Umsetzung, die funktioniert dann immer nicht so. Das ist wie bei... Huch! Ach ja, da kommen Treppen hin. Das ist wie bei Factorio, da funktioniert es auch nicht. Ich weiß, was ich will, wie ich das machen will, aber ich krieg's nicht auf die Reihe. Platzmäßig und was, oder irgendwo mache ich dann Fehler rein. Ja. Oh. Ja, also auf jeden Fall ist das wohl zu wenig, was ich hier dabei habe. Da darf ich gleich nochmal mehr machen. Wir können aber mal anfangen, naja, das wollte ich jetzt unbedingt. Wir können aber mal anfangen, auch hier so die Wände anfangen zu bauen. Was ist denn das überhaupt? Cobblestone? Stone Boulder Wall. Die müsste ich auch schon können. Habe ich bloß noch nicht hergestellt. Felswand so ungefähr. Ja. Steinblockwand irgendwie, also nicht Cobbles, weil Cobblestone ist Pflasterstein. Aber der Stone Boulder ist einfach so, ein Stone Boulder ist normalerweise ein Felsblock. Soweit kann ich ja Englisch. Ist ja nicht so, dass ich da super schlecht bin. Du bist obstructed, ey, verpiss dich auch von meiner Baustelle, ey. Blödes Pixie. So, okay. Ja, und jetzt schauen wir mal, was er hier vorhat mit diesem... Holz. Ja, tatsächlich. Ich will einfach einen Baum hinpflanzen oder so. Ja, jetzt muss man das natürlich auch mal erstmal hinkriegen, ne? Ja, ach so, und obendrauf macht er jetzt... Was? Asphalt? Aha. Das wird also doch, das wird eine Säule, als Säule gedacht. Aha. Ja gut, warum denn nicht? Aber dann müsste es ja reichen hier. Ganz bestimmt. Ja, machst es weg, danke. Ja, ich habe gerade wieder ein bisschen Latenz drin, weil ich natürlich wieder nebenbei hochlade. Sehr intelligent. Gut. Huch. So, und hier soll Yellow Wood Wall hin. Na, das ist ja das Richtige hier. Machen wir wenigstens mal den ersten Anfang. Aber ich weiß nicht, warum man das aus Holz machen muss, das Haus. Warum können denn die Leute mit ihren Bauplänen keine Steinhäuser machen? Hm. Ja, wahrscheinlich wegen Traditional und das Spiel kommt aber, glaube ich, doch aus Amiland. Ja, und in Amiland traditionell Holzhäuser. Deswegen brennt das auch immer alles so schön. Wenn es da brennt, ist immer Polen offen. Wobei, gestern Nacht in London war wohl auch Polen offen. Leck mir am Arsch. Ja. Wenn das war anscheinend altes Holzgerippe noch oder so, ja, dann ist das gleich erledigt, die Geschichte. Oh, ich brauche mehr von diesem. Ja, da muss ich auf jeden Fall nochmal... Farmen. Ashenwood. Ja, Asphalt. Ich habe noch überhaupt keinen Asphalt hergestellt. Ja, so ein Blödsinn. Was ist das?
Das ist einfach eine Woodstairs, oder? Ja, einfach Woodstairs. Hier haben wir dann eben die Tür, natürlich. Ja, also es nimmt Gestalt an, ne? Aber ich brauche definitiv viel, viel mehr von dem Wood-Teil-Floor auch. Kann ich da noch was herstellen von? Habe ich vielleicht noch genug dabei? Ja, sieht gut aus. Naja, allzu viel geschmolzenes Wachs habe ich nicht, aber ein bisschen was habe ich noch. Oh, Woodrotz fehlen mir vor allem. Naja, bringen wir die 24 noch unter und dann werden wir uns mal Wachs schmelzen im Ofen, damit man weitermachen kann. Beziehungsweise eben brauche ich vor allem noch ein bisschen Holzstäbe. Oder wie der Bravo Saxo immer gesagt hat, Holzrohre. Obsidianrohre, Steinrohre. Nee, leider keine Rohre. Tut mir leid, musste ich enttäuschen. Aber ja, okay, ich meine, nicht jeder kann da wirklich Englisch. Ich meine, alt genug, dass er noch der Klassenfeind ist, ist er eigentlich nicht. Weil er kommt eigentlich aus dem Osten. Aber da wäre logisch, dass er kein Englisch kann. Aber so alt ist er nicht. Zu seiner Zeit war das, glaube ich, hinfällig mit dem Klassenfeind. Ich bin alt genug, dass ich in der Schule noch kein Englisch hätte lernen müssen als kleiner Junge. Ach Quatsch, ich hätte auch gerade so anfangen müssen. Wobei ich weiß nicht, ob wann die wirklich angefangen haben. Keine Ahnung. Ja, welchen von den Bäumen nehmen wir denn weg? Nehmen wir den weg, der ist sowieso so angegriffen. Bam. Hä? Lass mich da rauf, blöd Mann. Hey, lass mich rein. Ja, dann nehmen wir den Baum weg, kriegen wir gleich noch ein bisschen Brennmaterial hier durch die Blätter. Oder erstmal Schmuckmaterial, weil ich ja sowieso die Birken oder Eschen oder was auch immer das ist hier. Birken müssten das wohl sein. Weiß nicht, wie das ist mit Englisch Birke, was das heißt. Ich glaube, das ist sogar wirklich die Birke, aber soweit habe ich keine Ahnung von der Botanik im Englischen, weiß ich nicht. Zumindest nicht viel. Also Oak ist die Eiche, das weiß ich. Das kriege ich gerade noch hin. Aber ansonsten. Ja gut, und Coleslaw, das ist der Krautsalat. Okay, auch das kriege ich hin. Und Cabbage eben, also Red Cabbage wäre das Rotkraut. Das weiß ich, das kriege ich hin. So Landwirtschaftssachen. Naja gut, wahrscheinlich auch wegen scheiß Stardew Valley, ne? Ah, scheiß Zockerei, ey. Ja. Na, dann nehme ich jetzt halt den Baum runter. Unten in der Mine ist nicht viel passiert, bin ich nicht viel weitergekommen. Ich habe jetzt alles mal auf eine Ebene gesprengt. Aber ich muss da noch weitermachen. Und jetzt eben noch viel weiter runter. Jetzt die Außen, die Ränder wieder weiter abtragen. Obwohl ich überlegen bin, ob ich das vielleicht mit dem hier mache, ne, mit dem Excavator. Ob das vielleicht ein wenig mehr Sinn macht. Könnte man machen. Na, weil davon habe ich auch genug von diesen Dingern, glaube ich. Wenn nicht, ich habe auch noch genug Coins, um mir welche zu holen. Weil die Super Excavators kann ich auf keinen Fall bauen. Und auch den normalen Excavator kann man erst bauen, sobald man, glaube ich, TNT vollständig erforscht hat. Und ich kann ja noch gerade mal das Advanced, glaube ich. Wo sind wir denn? Sprengstoffe? Ja, ich kann gerade das Advanced TNT. Strong. Ich kriege gerade mal Stalaktit weg. Wohingegen aber dieser Super TNT, Super Excavator, den ich hier habe. Ach, der ist doch auch unten bei TNT, oder? Naja, er ist eben nicht drin, weil ich kann ja nicht. Der kann also Corruption Layer. Der kann sogar Corruption Ebene kaputt machen, ne? Huch. Jetzt wird's Nacht. Naja, egal. Fahren wir in der Nacht mal hier ein bisschen den Baum weg. Oh, meine Viecher, habe ich die mit Essen versorgt? Ja, doch, habe ich ja gemacht, ne? Das haben wir onscreen gemacht, genau. Das war gerade das, bevor ich zur Baustelle bin. Weil ich gesagt habe, hier, schaut her, es lohnt sich selber anzubauen. Ja, lohnt sich definitiv. Meine Melonen müssten morgen früh auf jeden Fall fertig sein. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich hoffe es. Ja, und dann muss ich mal gucken, wenn ich ein paar Eschenwood-Saplings rauskriege hier, dass ich eben auch welche davon anpflanze. Weil die gibt es irgendwie nicht so oft wie jetzt Crackwood einfach. Was ist eigentlich Crackwood? Es ist ja nicht Eiche.
Wobei die Blätter eher, nee, die Blätter waren, glaube ich, auch nicht Eiche, die man da rausholt. Ich weiß gar nicht, was es ist. Was ist Crackwood? Ist Crackwood die Esche? Das könnte sogar sein. Ich weiß es nicht. Also Elderwood könnte sogar der Nadelbaum sein, ja, weiß ich jetzt nicht. Aber nicht die Tanne, wenn dann ist es die Kiefer vielleicht, ne? Weil, ich meine, wo wachsen wirklich Tannen? Wirkliche Tannen wachsen ja, ja im Endeffekt nur in Skandinavien. Ja. Also der Inbegriff der Tanne. Es gibt schon ein paar Tannen, die auch hier wachsen, aber halt wirklich wild und dass die da wachsen, eigentlich Skandinavien. Ihr solltet vielleicht mal Licht anmachen, ne? Meine Sache heißt es immer so schön, zu Weihnachten gibt es einen Tannenbaum. Ne, es gibt keinen Tannenbaum. Die meisten Leute hier stellen sich eine Fichte ins Wohnzimmer. Weil hier in Mitteleuropa wächst keine Tanne. Oder eher wenig. Natürlich gibt's. Wir hatten im Garten auch eine Nordmann-Tanne. Aber das sind Trümmerdinger, die kannst du dir nicht ins Wohnzimmer stellen. Huch. Ja, das ist genauso, wenn die Leute auf der Straße einen schwarzen Vogel sehen und sagen, hey, guck mal, ein Rabe. Ja, von wegen ein Rabe. Raben sind leider fast ausgestorben. Gibt's überhaupt nicht mehr. Weil der blöde Mensch den Lebensraum kaputt macht. Oder da eingreift und da eingreift. Das Einzige, was du auf der Straße findest, sind die Dreckskrähenviecher. Aber bestimmt kein Rabe. Naja, das ist... Die haben Ahnung, die Leute, das ist aber angebracht. Die glauben wahrscheinlich auch echt, dass die Kuh lila ist und eine Schokolade gibt oder so. Mann, Mann, Mann. Manchmal weiß man nicht, ob man lachen oder weinen soll. Holla, die Waldfee. Naja, mein gestorben wäre ich nicht. Aber schade, gibt's das nicht mehr? Oder ich habe das jetzt auch, wenn ich so weitergespielt habe, mal geschaut. Ich finde das nicht mehr so, dass es so richtig geile Dschungelbäume gibt, die bis in die Kältezone raufwachsen. Da ist es unten heiß und dann wanderst du bis weiter rauf, den ganzen Baum rauf und irgendwann oben wird es dir sogar wieder kalt. Da ist dann Schnee oben auf den Blättern, das ist so geil. Aber das, entweder gibt es das nicht mehr oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Na komm. Also es lohnt sich absolut selber anzupflanzen, muss ich mal merken. Ja, müssen wir machen. Ja, den Bunker kann ich nicht effektiv nicht wirklich machen, weil da brauche ich jetzt Eisenwand und so ein Quatsch, ne? Das dauert ein wenig. Aber das Haus kriege ich jetzt eigentlich fertig. Muss halt ab und zu mal hier neu nachkraften. Holz habe ich noch genug. Was ich jetzt eben machen muss, ist ein paar Holzstäbe. Holzstecken, wie auch immer man dazu sagen will. Der Rott ist eigentlich der Stab. In dem Fall ist es wahrscheinlich eher der Stecken. Na, der Stab. Irgendwie so. Ja, Stab habe ich ja gerade gesagt. Na, was weiß ich. Stecken. Keine Ahnung. Egal, ne? So. Ja, und ansonsten ein bisschen Wachs, aber da brauche ich nicht so viel. Woran es jetzt einfach gescheitert hat, war der Woodrot. Ein paar Slabs könnte ich aber auch noch machen. Also normales Holz habe ich genug, das ist überhaupt kein Problem. Das kriegen wir hin. Ja, und dann geht da tatsächlich mal was vorwärts. Finde ich eigentlich ganz witzig, muss ich sagen. Gucken wir gleich mal, was sie mir gegeben haben. Obwohl, ich sollte vielleicht auch einfach mal gucken, die Leute, die Suppe mögen, dass ich ihnen Suppe gebe, weil ich den Eindruck hatte, das cycelt durch. Na? Ich habe letztens mal geschaut, auf einmal haben die ganz andere Sachen gemocht, mein Gott. ich glaube, das cycelt durch. Das ist nicht immer dasselbe, was die mögen. Na ja, gut, ist normal. Ich meine, ich mag auch nicht jeden Tag dasselbe fressen. Ne? Wird es irgendwann langweilig. Wäre cool, eigentlich. Müssen wir mal angucken. Jetzt machen wir schnell das hier so weit fertig, dass wir voll am Baum sind. Und dann, ach, dann haben wir auch genug Eschenwood schon, siehst du wohl. Das ist doch nice. Und dann gehen wir erstmal nach Hause. Sorgen für Holzstäbe. Ja, eigentlich sind wir jetzt hier voll an den... Genau, das passt so. Na, dann sorgen wir jetzt erstmal für Holz... Hallo? Lässt du mich mal da runter, danke. So, dann sorgen wir jetzt erstmal für Holzstäbe. Und für Holz. Für Holzslabs, das nehme ich mit. Und für Holzslabs. Huch. Meine Glaskuppel. Kann man bestimmt schöner bauen, aber egal. Ging mir ja nur darum, dass ich letzten Endes, wenn ich endlich mal vorbereitet habe und das. Oh! Sag mal. Haben sie mich trotzdem noch erwischt wegen der Scheiß-Server-Latenz.
wenn das mal fertig ist und alles komplett ausgeleuchtet, dass ich da drin mal Ruhe habe. Dass ich auch nachts farmen kann und so. Darum, um was anderes geht es mir ja gar nicht. Na? Ganz spaßig. So, und du bist wieder harvestbar, tatsächlich, hammerhart. Na, aber weißt du was? Du wartest erstmal kurz und zwar. Oh. Oh, alles voll. Hab ich. Oh, schön, ich habe zwei Setzlinge, die kann ich gleich mal im Boden ballern. Und ich glaube, da ist gerade was fertig geworden. Auch nett. So. Hier habe ich jetzt genug von dem normalen Eschenwood. Auch das möchte ich ja mal ja, erstmal mitnehmen und aufheben, okay. Ja, das kommt unten rein. So. Sind denn die fertig geworden? Ne, ist sie noch nicht fertig. Die letzten wahrscheinlich, dass die jetzt Sprössling sind oder so. Nicht mehr Seedling, sondern eben Sprout. Ja gut. So, runter mit dem Scheiß jetzt hier, dass ich Inventar leer habe. Vorher brauche ich gar nicht anfangen, die auszuleeren. Das wird ja sowieso nichts. Hallo? Oh komm, Junge! Was haben wir hier? Hier ist jetzt normales Holz. Habe ich irgendwo schon Eschenwood angefangen? Nö. Tatsächlich nicht. Ja, heidana. Gut, dann kommt das jetzt ganz hier unten rein. Hier. Also Birke ist es ja wohl eindeutig, ne? Was soll es denn sonst sein? Ich meine, das Spiel kennt ja trotzdem Europa. So, und so, und so. Und nochmal. So, und jetzt haben wir auch ein bisschen Platz, aber eh noch nicht genug. Ach, ich habe immer noch drei von den Eiern dabei. Okay, warum auch immer. Ich habe keine Ahnung. So, steinwertig, weiß ich gar nicht, wie viel brauche ich denn noch. Naja, heben wir mal auf. Was habe ich denn hier überhaupt? Ach, immer noch Holzboden dabei. Den brauche ich ja gar nicht mehr, so wie es aussieht. Jetzt habe ich 56 Platz. Das ist okay. Das Gelbe können wir mal hier reinschmeißen. Die gelbe Blume habe ich sowieso viel zu oft. So. Hey. Hallo? Mach die Tür auf. Naja, es ist halt klar, ne? Wie gesagt, Serverlatenz. Pech gehabt. Es hängt etwas hinterher. So, hier haben wir rote Blumen, haben wir auch langsam ziemlich viele, finde ich gut. Wobei ich mehr blaue als rote habe, finde ich cool. Ich habe schon eine blaue, eine rote auch unten. Also von daher, die, was ich hier drin habe, kann ich verwenden. Ja? So, jo, jetzt, Kamerad, gib mir dein Ei. Und was weiß ich, was du noch hast. Gerne ein bisschen Chizard, Gizzard. Ja, leider nicht, aber blaue Blume, okay, was soll's. So, und ich wasch dich mal. Oh, oh, ich krieg gleich voll aufs Maul. Ja, jetzt habe ich mich zu spät weggedreht. Ja, das ist halt das mit dieser scheiß Latenz. Jetzt muss ich warten, bis es wirklich blendet. Jetzt hat man es gesehen, ne? Und dann kann ich auch zurück. Also, das ist ein bisschen nervig, aber ja, gut. Was soll's, ne? Gut. So, du bist sauber, okay. Im Moment magst du also eh nichts weiter. Erstmal, so. Sehr nervig hier teilweise. Die springen dann bumm durchs Dach. Und dann darf ich erstmal gucken, wo sie sind. Also, ja, das hat mich die letzten Male ein wenig genervt. Naja, mal schauen. Okay, also wie gesagt, das Haus wird langsam. Ich würde sagen, wenn der erste Stockwerk steht und ich das nach und nach dahin baller, rühre ich mich wieder. Ich sage jetzt mal danke fürs Zuschauen. Gerne Like oder Kommentar. Passiert was? Mal gucken. Ich denke, ich werde erst das Haus fertig kriegen, bevor ich unten in der Mine Eisen finde. Weil das wird noch ein bisschen dauern. Jetzt bin ich gespannt, ob der wieder durchs Dach abhaut. Also einer von den zwei Fritzen ist immer durchs Dach abgehauen. Okay, bleib da. Ich bin gespannt. Das war ein bisschen komisch. Das letzte Mal... Ach, da ist der, glaube ich, an dem Viech hängen geblieben und da durchs Dach geblödelt. Also Wahnsinn. Du wirst dumm im Kopf. Aber cool. Okay, nee. Wir sehen uns im nächsten Part mit weiter fortgeschrittenem Haus und vielleicht mit Glück schon ein bisschen, bisschen Eisen. Aber ich glaube noch nicht, dass ich es schon ins Stalaktit-Layer schaffe. Ich bin ja noch nicht mal im Fossil, ich bin ja immer noch im normalen Mountain-Layer. Also sozusagen fast Oberfläche. Bis dann!